Willkommen zurück bei 2D Zocken. Es geht weiter mit unserem neuen Let's Play und zwar Batman Arkham Knight, wie ihr hier schon seht. An meiner Seite wie immer die liebe Lotte. Hallo. Ja, hallo. Das ist der neueste Ableger der Arkham-Reihe. Und damals war er leider unspielbar, da er die Portierung auf dem PC so mies war, dass ich das nicht spielen konnte. Arkham City habe ich gespielt. Und geliebt, habe ich gehört. Und geliebt. Und deswegen holen wir das jetzt gemeinsam nach. So alt ist es ja noch nicht. Nein, 2015 kam es raus, oder? Ja. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, und ich freue mich. Es geht wieder los. Was Neues, was anderes. Deswegen seht ihr hier auch im Schaukasten, sind schon 16 von 109 Charakteren freigeschaltet. Ich habe vor 2 Jahren oder ja so um den Dreh einfach mal reingespielt. Doch, ja. Und dann wieder abgebrochen, um es jetzt zu tun. Mit euch gemeinsam. Hallo. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht lang rum. Die Story lassen wir auf normal und wir fangen gleich an, hätte ich gesagt. Los geht's. Wir zocken am PC mit Controller, nur zur Info für euch. Und jetzt immer ruhig und jetzt geht's los. I've got you. The heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Kein Problem. Oh, hoffentlich trinkt er den auch schwarz. Und? Was darf sein? Ja, das sieht gut aus. Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie. Na, Halleluja, wer will denn Salat, Freunde? Sie, mein Officer. Aber nicht der Frau erzählen, Lotte. Bitte oh, nicht. Falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Ah, das überlege ich mir noch. Das kommt ganz drauf an. Wie schön das Spiel ist, ne? Ich freue mich so. Ich fand gerade auch die Essen Musik im Einspieler. Und? Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Da ist so ein Krimineller. In seinem Polohemd, ne? Das habe ich ja gern. Da gehen wir mal dem Bösewicht auf die Schliche. Das kann ja so auch nicht sein. Guck mal, da sitzt schon Batman. Ach, ich dachte, wir sind Batman. Ich bin sehr enttäuscht. David, du hast mir viel versprochen. Wir sind gerade ein Officer vom GCPD.
Oh, wir sind gerade gar nicht Batman. Gotham City Police Department. Wir sind da gerade reingelaufen und haben unseren Polizeihut neben hingelegt. Ach, schade. Ich habe mich schon gefragt, welche Frau er meint. Ist auch ein schönes Setting, ha? Huh? Wir starten an Halloween, wenn ich das richtig sehe. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Ah, ich kann schon selber schießen, aber ich habe leer geschossen. Ist nicht so gut, ne? Doch, doch, das ist wunderbar. Dann können wir jetzt den Ellenbogen und das Knie einsetzen. Menschen, die gerade noch ihr Essen genossen, wurden urplötzlich in ein Gemetzel. Wir haben nicht mal die Waffeln bekommen. Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Pinguin und Two-Face. So wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Und der Mai-2-Zong? Ja, der wartet auf uns. Wie schön. Und wie schön, dass wir Zeit haben. Ja. Ja, Gott sei Dank, Mensch. Konnten wir gerade noch so einen Terminplan pressen. Ich bin Batman. Ein Satz, den ihr von David in diesem Let's Play noch sehr oft hören werdet. Und ich finde das sehr gut. Ich sag nicht, dass ich Batman bin. Ich sag nur, Batman und ich wurden noch nie im gleichen Raum gesehen. Bam, bam, bam. So, fangen wir an. Er ist mein Lieblings-Superheld. Ganz ehrlich, Freunde, da kann Marvel so gute Filme raushauen, wie sie wollen. Fuck yeah. Batman ist Batman. Das war auch die erste Superhelden-Serie, die ich geschaut habe als Kind. Die Animated Series? Ja. War sehr gut. Und er war einfach der Coolste. Passt auf, es ist Batman! Ja. Oh ja. So, das Free-Flow-System hier kenne ich aus Arkham City. Es spielt sich wie ein Film. Das ist super. Was bedeutet ein Free-Flow-System? Ja, dass ich hier keinen einzelnen anvisiere, sondern einfach, je nachdem, wo ich meinen Stick hindrück und angreifen, springt er über die Gegner und macht
ganz witzige Sachen. Du kannst quasi aussuchen, wo du hin willst, je nachdem, ganz individuell. Und er macht halt seine 1000 Tricks dabei und es schaut halt extrem cool aus. Ja, weil wir einfach so cool sind. Ja. Immer wenn die so blau über dem Kopf haben, ne, muss ich kontern mit einer Taste. Also das Kampfsystem besteht aus Angreifen und Kontern. Deswegen ist quasi meine Batman-Sinne und ich merke dann, ich werde angegriffen und dann muss ich kontern mit einer Taste. Wenn ich es nicht tue, werde ich getroffen. Alles klar. Wie schön das ist, ne? Und zum Glück jetzt endlich spielbar. Das war echt ein bisschen schade, was die da damals gemacht haben. Ja, was haben sie eine Erklärung abgegeben? Ich meine, lag es an der Zeit, war eine Deadline und Portierung auf PC wurde einfach hinten angestellt bei den Prioritäten? Na, erstmal ist es ja schon doof und hat alle PC-Spieler ein bisschen genervt, dass es überhaupt eine PC-Portierung ist. Ja, das und bedeutet, nicht direkt entwickelt. Die Plattform war halt PlayStation und Xbox. Und dann haben sie das, glaube ich, ausgelagert, die Portierung, haben sie in einem eigenen Studio einfach den Auftrag gegeben. Macht mal irgendwie, dass es läuft, so nach dem Motto. Und die haben das anscheinend nicht so gut hinbekommen. Das sind so die Infos, an die ich mich noch erinnere. Ja. Das ist natürlich sehr schade. Ja, ja. Gerade als PC-Spieler, wo man natürlich dann... Ich habe in den Einstellungen jetzt auch Nvidia Rain angemacht. Ja, der Regen schaut jetzt schön aus mit meiner Nvidia-Karte und so. Das ist mir sofort aufgefallen. Ich habe es halt schön hübsch gemacht und das erwartet ein PC-Spieler einfach auch dafür, dass er natürlich viel mehr als für eine Konsole ausgegeben hat. So, und jetzt immer, wenn die da blau sind, siehst du, muss ich blocken. Yes. Ansonsten werde ich getroffen. Die roten kann ich nicht blocken, da muss ich ausweichen. Okay. Und das ist wichtig, weil links habe ich einen Timer mit meinen Hits. Ja. Und je höher das ist, desto, also in Arkham City warst du, da schaltest du dann so Zeug frei. Ein bisschen Rage aufbauen mäßig. Ja, ja. Okay. So Raserei, meine ich. Ich finde halt auch cool, wie du in der ganzen Stadt einfach dich bewegen kannst. Ich finde das cool. Geil. Richtig, richtig cool. Da vorne müssen wir jetzt hin. Also sehe ich an der Map oben das Ausrufezeichen. Ja. Ganz oben am Kompass. Dieses grüne Viereck. Ach stimmt, da ist ja das Batman-Zeichen. Da müssen wir natürlich hin und helfen. Ja, natürlich. Und die Meteranzahl ist dann auch immer das primäre Ziel. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, ein 1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Weil er der Coolste ist, der Allercoolste. Und ihr habt's alle gewusst, richtig? Ich bin Batman. Oracle. Wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay. Ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig. Da draußen sieht's nicht gut aus. Ja, die gehört zu uns. Weiß er nicht. Weiß er nicht, ne? Also der Daddy denkt, sie wurde evakuiert. Ja, ja. Aber sie ist nicht evakuiert worden, richtig? Sie hilft uns. Ja. Okay. Das war der Gordon, gell? Jim Gordon. Ja. Und die Barbara Gordon wird später Batgirl. Spoiler! Naja. Nein, das war ein Spaß. Batman, ne? Ja, also... Das ist schon auch ein bisschen eine Bildungslücke, ne?
wenn man jetzt hier sitzt und das alles jetzt gar nicht so kennt. Ist okay, dafür bin ich der... Batman? Nicht, ja, ich bin der Batman. Nee, also ich bin jetzt natürlich nicht der Obernerd, ne? Das heißt, jeder echte kann mich wahrscheinlich 100-mal verbessern. Ja gut, so geht's mir auch. Mit irgendwelchen Verwandtschaftsgraden oder was. Ja. Aber Poison Ivy oder so erkenne ich dann schon noch. So, so. Ja, Bösewichtin? Die mit den Ranken, die mit dem Gift? Ah ja. Klar. Im Trailer Pinguin und Two-Face. Two-Face kennst du ja auch aus dem Film. Ja, genau. Und ich kenne auch aus der jetzt der neuesten Serie natürlich einiges. Allerdings erkennt man dann vielleicht auch nicht jeden, ne? Weil ja doch immer ein bisschen interpretiert wird, was ja auch schön und richtig ist. Ja. So, jetzt schauen wir mal davor. Wir sind da unten in Chinatown. Ich hätte es cooler machen können, habe ich gerade gemerkt. So von oben kann man dann gleich mal schauen, dass man dann gleich auf jemanden landet, ne? So ein Batman, so ein Batman Superhelden Landung und so weiter. Wow, weg. Aber keine Sorge, Freunde, das kommt alles noch, ne? Wir spielen uns jetzt ein bisschen ein und dann geht's richtig ab. Jetzt schon richtig ab, schon mal dahin. Dacker! Kampfzusammenfassung, Gesamt-EP. Ah, das ist schön gemacht. Das ist einfach schön gemacht. So. Hey Batman, lass mich hier bitte nicht zurück. Ach so, ja. Sie sind sicher. Danke, Batman. Ich dachte, Sie würden mich umbringen. Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird sie abholen. Was machst du da? Ich nicht. Oh, die Chancen ausgleichen. Ich freue mich auf so viel Coolness. Wir sind erledigt, oder? Wow. Auf den Straßenabschnitt in deiner Nähe blick, um Hilfe anzufordern. Was? Ja, du musst jetzt bedeutungsschwanger irgendwo hinschauen. Wo haben die bloß diese Militärausrüstung her? Der allercoolste. Ich muss das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position. Der allercoolste. Ah, ich bin einfach begeistert. Ruf deine Männer zurück. Ups. Golf Oscar 56. Hier ist Commissioner Gordon. Ups. Der, das Auto ist jetzt nicht gebaut, um allem auszuweichen, was in seinem Weg steht. Glaube ich auch nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal auf Yacht. Nicht Batman. Sofort zurückziehen, das ist ein Befehl. Überlass das Batman. Ups. Verdammt. Ups. Bitte, Batman, du musst sie aufhalten. Ja. Keine Sorge, Jim. Er gehört mir. Und nochmal. Ausquetschen und rausfinden, was er weiß. Nee, Freunde, das macht richtig Spaß schon wieder. Batman ist einfach der coolste Superheld. Da kann man machen, was man möchte. Das sind jetzt Spiele, von denen ich habe wenig gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, die ganz alten werden bei diesen geilen Speedrun-Charities-Events gespielt, ne? Da habe ich bestimmt schon was gesehen, aber jetzt von dieser Reihe zum Beispiel kenne ich einfach noch gar nichts. Aber jeder kennt einfach Batman und das ist einfach großartig. Es ist so geil, selbst Batman sein zu können und einfach mal schön aufzuräumen. So stelle ich mir das Spiel vor und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie es denn tatsächlich wird. Wo ist denn... Ach, da ist der. Fahrer des Autos.
bist Scarecrow. Fahr zur Hölle. Falsche Antwort. Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede, oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay. Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, breche ich dir den anderen. Ja, welchen anderen? Jetzt denk aber auch mal ein bisschen mit. Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrows neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bat-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besuch ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Untersuche Scarecrows Versteck. Freunde, was soll ich sagen? Das war der Einstieg. Fulminanter Start, würde ich mal meinen. In ein neues Let's Play von 2D Zocken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bis hierher. Wir haben uns dafür entschieden, die Folgen wie bei Silent Hill 2 zu machen. 20 Minuten. Das ist ziemlich gut angekommen. Falls es sich irgendwann mal anbietet zu ändern, machen wir das natürlich. Klar. Ganz genau. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir auf ein Batman-Spiel, ein Batman-Let's Play. Wir sind ziemlich heiß drauf. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns, wie gewohnt, morgen wieder. Und immer dran denken, wir alle sind Batman. Bis demnächst. Ciao.